Hallo und herzlich willkommen in meiner Modellbauwerkstatt. Heute zeige ich dir, wie du dein armer Mojave noch haltbarer machen kannst. Wenn du öfter mit deinem armer Mojave unterwegs bist und den auch ein bisschen härter fährst, dann wird sowas wie hier gerissen nicht selten vorkommen und dir durchaus vertraut sein. Das ist bis hier an die Ecke eingerissen, die Karosserie, und die originale ist schon ziemlich stabil. Dann haben wir hier im Heckbereich klassische Schwachstellen von dem Mojave. Hier, da reißen die immer gerne ein. Auf beiden Seiten, teilweise sogar hier bis um die Kante drumherum. Und um sowas zu vermeiden, dass euch das Lexan einreißt, auch für die Seiten. Hier habe ich das auch gemacht. Diesen ganzen Radkasten verstärkt. Und zwar mit Drywall Tape und Shugo. Wer Kevin Talbot sieht, weiß, dass der es grundsätzlich bei allen Karosserien macht. Und ich muss sagen, hätte ich das nur mal von Anfang an gemacht, dann würde das hier vorne nicht so eingerissen aussehen. Und die Ecken insgesamt besser sein. Von unten sieht das Ergebnis dann so aus. Ich habe eine Schicht von diesem Drywall Tape und bin dann einmal mit dem Shugo, also zweimal mit dem Shugo drüber gegangen. Das sieht jetzt nicht besonders ordentlich und sauber aus, gerade nach dem ersten Bashen und Rumheizen. Hier sieht man es auch noch mal in der Ecke, die ist wirklich eingerissen und die Karosserie hat hier auch schon an den Ecken die ein oder anderen Problemstellen. Habe, wie gesagt, hier die Radkästen verstärkt. Da, wo die Karosserie auf dem Tower aufliegt, habe ich es auch nochmal verstärkt. Also mein Tipp Nummer 1 für mehr Haltbarkeit und länger Freude an deinem armer Mojave: Mach Drywall Tape und Shugo rein. Am besten die ganze Karosserie, sofern du das für notwendig hältst. Ja, damit kommen wir auch schon zum zweiten Tipp. Der ist: Wie kriegst du grundsätzlich weniger Dreck in dein Mojave? Ihr habt es schon gesehen, indem ihr einfach Kotflügel verbaut. Die könnt ihr kaufen. Link dazu unten in der Videobeschreibung packe ich da rein. Die liegen hier auf dem Dämpfer, auf dem Karosseriehalter oben auf. Müsst ihr noch ausschneiden. Kommt als vier Einzelelemente, die hier zusammengeschraubt werden und an die Seite an euer Chassis geschraubt werden, da wo normalerweise das Velcro ist, das Klettband. Das gibt es für rechts und links und macht echt einen Unterschied zwischen diesem Anblick und sonst komplett voll. Komplett voll meine ich mit Laub und Dreck. Der gröbste Dreck bleibt eigentlich hier in dem vorderen Bereich, wo man ihn einigermaßen gut rausbekommt. Der Motorlüfter, das ESC als auch hier der Motorkühler sind davon erstmal befreit. Also, um weniger Dreck reinzukriegen und auch die Karosserie sauberer zu haben, mein Tipp: innere Kotflügel. Kauft euch die, das ist eine super gute Investition, vor allen Dingen, wenn ihr mehr Offroad fahren wollt. Damit mir das Ganze hier nicht zu warm wird, habe ich den Motor, weil der nämlich wirklich warm werden kann, habe ich dem, wie ihr sehen könnt, hier ein extra Kühlgerippe spendiert. Das wird einmal drumherum festgeschraubt, ist zweiteilig und wird dann durch Schrauben festgehalten. Die Lüfter werden einfach über den Empfänger mit Strom versorgt. Da müsst ihr euch gegebenenfalls einen Adapter basteln, damit er dran passt. Oder der normale kleine rote, keine Ahnung, was das für ein Stecker ist. Auf jeden Fall ein kleiner Stecker ist da dran. Passt so bei mir jetzt nicht an den Empfänger. Lüftergitter sind hierfür im 3D-Druck in Arbeit. Die werden dann noch drauf kommen, um größere Blätter und Steine und Gegenstände von den Propellern fernzuhalten. Nächster Tipp beim ESC: Ihr seht das, da ist irgendwas drauf.
Da ist irgendwas drauf. Damit euch das nicht stirbt, weil da mal ein kleiner Stein reinfliegt oder ein Ast drin steckt, nehmt einfach ein Stück Nylon. Ich habe einfach ein Stück Nylon den über das ESC hier drüber gestülpt und einfach mit den Lüfterschrauben oben festgezogen und ganz normal unten mit den Standardschrauben den Regler wieder befestigt. Das sorgt dafür, dass ihr den feinen Schmutz einfach durch so rüberreiben wieder entfernen könnt, ohne dass euer Lüfter davon von der Leistung und Qualität beeinflusst wird. Der Motor muss gekühlt werden, und zwar aktiv. Das reicht nicht, sobald ihr hier diese Radkästen habt, reicht es nicht mehr, den einfach nur zahm zu fahren. Der Motor wird so brutal heiß, dass ich den nicht mehr anfassen konnte. Und das liegt natürlich daran, dass wenn wir von vorne hier mal reingucken, da kommt halt nicht mehr viel Luft irgendwo rein. Da bleibt hier nur noch dieser Spalt und da muss die Luft denn rein und das ESC hier kühlen. Das funktioniert nicht so gut und der Motor hier hinten erst recht hinterm ESC erreicht kaum noch was von der kalten Luft. Deswegen wichtig, kühlt das Ding wirklich. Ansonsten wird euch irgendwann der Motor heiß laufen und abkacken. Das ist mein letzter und aber meiner Meinung nach wichtigster Tipp, wie du deinen Wagen einfach die Lebensdauer massiv erhöhen kannst und dir Geld für teure Komponenten sparst.